Viele fragen sich, wie entsteht eigentlich ein spontaner Vlog bei dir? Und ja, so entsteht der. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mega spontan einfach mal so gefilmt, weil ich eigentlich was anderes geplant hatte. Aber ich dachte mir, ich filme einfach heute ein bisschen drauf los und gucken, wo die Reise endet. Mega komisch. Auf jeden Fall müssen die Haare erstmal gemacht werden. Dann sehen wir weiter. Ja, jetzt ganz offen zum Beintraining. Ich weiß nicht mal, wann dieses Video online kommt, aber ich glaube, entweder Sonntagabend oder Dienstag. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Das Training ist durch, war ein richtig gutes Beintraining, muss ich sagen. Dafür, dass ich nicht so Bock drauf hatte, war es ein richtig geiles Beintraining, ehrlich. Ich habe mich gerade so für 20 Minuten schlafen gelegt, da ich die Nacht nicht so lange geschlafen habe. Und ich habe ja im letzten Video auch schon gesagt, ich will mich so ein bisschen mit dem Thema Schlaf befassen. Dazu werde ich vielleicht auch mal ein Video machen, mal gucken. Und hier habe ich ein kleines Paket bekommen, wie man sehen kann von Voss. Kann man wieder machen, auch wenn das mit dem Schlafthema ein bisschen problematisch wird. Nein, Spaß, das gönne ich mir jetzt erstmal. Ist auch noch gekühlt, richtig nass, weil der Postbote wahrscheinlich in der Kette war. Und dieses fette Essen gibt es bei mir erstmal zu essen. Geil. Jetzt noch den letzten Schluck mit meinem Kollegen hier genießen. Und dann geht's ab zu meiner Schwester. Was für ein Wetter. Ziemlich bewölkt und windig. Und wie kälter als gedacht. Warum habe ich keinen Hoodie angezogen? Wie gesagt, ich gehe zu meiner Schwester, allerdings zu der alten Wohnung. Warum alten Wohnung? Weil die jetzt eine neue Wohnung haben. Nee, weil die umgezogen sind letztes Wochenende und da muss ich noch ein bisschen helfen, ein bisschen streichen und so, letzte Kleinigkeiten machen. Ja, läuft. Ich helfe natürlich gerne. Ich bin natürlich gerne am Start. Jetzt mal ehrlich, ich helfe mal gerne bei solchen Sachen. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. So, Maler und Lackierarmee ist am Start. Irgendwann später. Auf geht's zum Brusttraining. Ich habe gestern nicht mehr viel gefilmt. Also gestern habe ich gar nichts gefilmt. Ich habe nur Samstag alles gefilmt. Also ihr seht jetzt Samstag und Montag. Jetzt geht's auch zum Push-Training. Ich habe richtig Bock. Und ja, ich werde das Video eigentlich auch schon heute sehen. Also ziemlich aktuell. Aber wie gesagt, es ist ja Samstag und Montag. Aber ich denke mal, es ist kein Problem. Normalerweise mag ich sowas nicht, wenn da so eine große Lücke ist. Aber ich denke mal, eine Ausnahme geht schon. Dieser Moment, wenn man ein perfektes Voice-Over aufnimmt und man richtig zufrieden ist und dann ist die Aufnahme einfach komplett für den Arsch. Sorry, aber ja, jetzt nochmal, ihr merkt davon ja gar nichts, ich merke das gerade nur beim Bearbeiten. Auf jeden Fall war es ein Push-Training, war richtig geil, ich war ziemlich müde, aber war trotzdem richtig geil. Ich habe mir auch keinen Booster oder Energy gegönnt oder so, auf jeden Fall ging es trotzdem fit. Ich habe hier mit Bankdrücken 4x5 angefangen, 90 Kilo, ging mega easy. Generell habe ich mich extrem stark gefühlt, dieses Training, weiß ich auch nicht warum, also ich habe 4x5 mit 90 Kilo gemacht, easy, letzte auch mit Stopp und so, also geht auf jeden Fall fit. Und dann habe ich Schrägbankdrücken Kurzhandel gemacht mit 35 pro Hand. Eigentlich wollte ich die Maschine machen, weil ich normalerweise nach Bankdrücken, weil die so belastend ist, eine Maschine mache. Aber die war besetzt und ja, deshalb dachte ich mir, ich mache Kurzhandel Schrägbankdrücken und es war auch mega, ging auch mega fit.
War jetzt nicht so belastend, wie gesagt, war jetzt nicht so belastend, wie ich gedacht habe, da die erste Übung halt nicht so schwer war. Und dann habe ich Fleiß mit Kurzhanteln gemacht, mit 12,5 Kilo pro Hand. Eigentlich wollte ich Fleiß am Kabelturm machen, war aber auch besetzt, keine Ahnung, warum es besetzt war. Brustmontag könnte auch ein Feiertag sein, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Fleiß mit Kurzhanteln auf der Bank. Ich habe da einfach improvisiert, besonders wenn man nicht so viel Zeit hat, mache ich das gern. Sonst warte ich auch mal ab und zu, bis eine Maschine frei wird, aber da schränke ich mich nicht so ein. Wenn ich nicht so viel Zeit habe, mache ich dann einfach eine alternative Übung. Hier war es einfach Kurzhantelfleiß mit, hier gucke ich dann einfach immer, dass ich so die Ellbogen zuziehe, sondern so, also die Ellbogen halt zusammenführe, also nicht zusammen, ganz zusammen, das sieht man ja, sondern eher so in diese Bewegung mache, als irgendwie die Kurzhanteln. Und ich drehe da auch ziemlich oft ein und sowas, weil ich es extrem gut spüre. Dann Kurzhantel seitheben für die Schulter. Ja, beste Schulterübung für mich. Also ich habe 3 Sätze gemacht, dieses Training, werde aber nach und nach ein paar Sätze dazu hinzufügen. Das heißt, so 4 bis 5 Sätze werde ich in Zukunft davon machen. Das Training werde ich dann nach und nach steigern. Also ja, je nachdem, wie ich mich halt fühle. Ich muss halt erstmal reinkommen in diesen Plan. War aber unnormal gut bis jetzt. Also dieses Training hat mir gut gefallen. Mal gucken, wie die anderen Trainings werden. Dann habe ich Trizeps natürlich gemacht. Das gehört natürlich auch zu einem ordentlichen Push-Training dazu. Mit einer SZ-Stange, French Press bzw. Sky Crushers oder wie auch immer diese Übung heißt. Es gibt ja irgendwie verschiedene Namen dafür, aber ich nenne es jetzt einfach mal Sky Crushers, weil ich die zu meiner Stirn führe. Und ja, ich habe hier diese SZ-Stange, die so ein bisschen gewölbter ist. Die kann man dann richtig schön tief gehen mit der Stange. Und ja, dann habe ich jetzt letzte Übung mal was Neues gemacht. Was heißt neu? Also ich habe Face Pulls gemacht. Jetzt denkt ihr euch, warum Face Pulls? Das geht ja auch auf die Schulter. Wenn man es halt so gezielt macht. Und in Supersatz mit Trizeps Pushdowns. Also am Kabelturm. War übelst geil, halt auch aus Zeitgründen, aber war mega gut. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem restlichen Video und mein Mund tut jetzt wie vom ganzen Reden, weil ich es 2-mal aufgenommen habe. Und ja, viel Spaß mit dem restlichen Video. Das war das Training und ich befinde mich gerade in der neuen Wohnung von meiner Schwester und ihrem Mann. Und ja, ist übelst chillig, aber es ist halt noch nicht eingerichtet alles. Also es fehlt noch eigentlich alles, das Sofa, also das Neue und so weiter und so fort. Und heute war ich so viel trainieren, weil ich danach noch hierher kommen musste und ein paar Sachen erledigen musste für die. Und wie am Anfang des Videos gesagt, ist das Video ziemlich spontan entstanden und dementsprechend ist das jetzt auch so weitergelaufen, wie es weitergelaufen ist. Normalerweise habe ich ja einen ganzen Tag oder 2 ganze Tage drin. Jetzt habe ich ja den Samstag und den Montag. Aber ich denke mal, das ist, wie gesagt, kein Problem. Im Endeffekt habt ihr ein geiles Voice-Over noch gehabt dazu und ja, den Rest so ein bisschen. Wie nennt man das eigentlich so? Vlog, Tagesablauf, Tag, ein Tag mit mir, könnte ich auch das Video nennen. Wobei es nicht ein Tag war, sondern 2,5 Tage, keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Übrigens, was ich richtig witzig fand, ich habe ja letztens das Video gemacht, wir wurden bezahlt, so als Gag und habe da so ein bisschen erzählt, so einen auf den, ja, alle denken sofort, man wird bezahlt, wenn man irgendwie einen Booster testet oder so und der irgendwie gut ist und man bewertet ihn. Einfach so ironiemäßig und ja, das Video habe ich so ein bisschen gestaltet, so einen auf mysteriös, wurden die bezahlt, wurden die nicht bezahlt. Einige denken sich ja direkt so die Geschichten aus, dass wir die Bewertung gefaked haben und Julian dann irgendwie das gepostet hat und sowas, weil er uns auch in seinem Video verlinkt hat. Das fand ich halt mega witzig. Fand ich auf jeden Fall eine korrekte Aktion, macht nicht jeder so, aber natürlich hat er auch mehr davon als wir, sag ich mal im Endeffekt, weil er halt dadurch ja den Boost einfach verkauft. Ein paar Abonnenten können auf jeden Fall rüberkommen, ist auf jeden Fall kein Ding. Und ja, ich würde einfach das Video jetzt an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Ziemlich unstrukturiert, aber einfach mal so ein chilliger, spontaner Vlog. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo da lassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann sage ich wie immer nicht, gebt den Daumen wieder. Eigentlich müsste ich diesen Abschlusssatz ändern, aber ich mag den einfach zu sehr. Gebt den Daumen wieder nach oben, sondern macht was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht und auch bei den nächsten Videos vorbeischaut und auch abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und damit bis zum nächsten Video.